Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist RogerKLP und wir waren ja hier stehen geblieben. Puh, fast entdeckt worden. Wir packen mal unseren Bogen aus. Gucken, ob wir da jemanden treffen. Ah, Banditen, na, schau mal einer an. Okay, und was bist du? Du bist ein zaubernder Bandit, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Bums! Tut mir leid, eigentlich schlage ich keine Frauen, aber bei dir habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht. So, Gold, eine Pelzrüstung, Pelzarmschienen, die Fellschuhe nehmen wir nicht mit, die bringen zu wenig. Was haben wir jetzt? Zwergenöl, können wir auch gleich mal probieren noch. Das nehmen wir mit. Was hast du? Dietrich, Gold. Eisenrüstung, Eisenhelm, Eisenstiefel. Ja, können wir alles bei Adrianne verkaufen. Adrianne. Was haben wir hier? Eine Eisenkriegsaxt. Haben die hier keine Truhe? Boah, hat sich ja mal voll gar nicht gelohnt, ey. Ein Kaninchen, cool. Können wir ja kochen? Ach, der Kochtopf ist leer. Also gut, ich kann hier nicht kochen. Das ist also keine Kochstelle. Das gelbe Buch der Rätsel hat sich nichts verbessert. Neue Stufe haben wir auch noch nicht, aber bald. Zumindest sind wir kurz davor. Schlafen, Bettzeug. Da ist eine Truhe. Ich wollte gerade schon sagen, Banditen ohne Truhe. Hallo, was ist denn da los? Okay, gut. Korundumbarren, Gold, Rolle des Schneesturms, Amulett von CNTH. Okay. Können wir gleich nochmal gucken, was das eigentlich macht. Ich habe nämlich gerade gar nicht geguckt. Ach schön, das haben wir dem Zauberer geklaut, fällt mir gerade ein. Amulett von CNTH. Um 10% bessere Preise. Kann ich mir ja noch anziehen. Ups, die Vampirrüstung, die würde... Ne, warte mal, die kaiserliche Rüstung muss ich anziehen, so. Warum hatte ich denn die nicht an? Menschenskinder. Ich muss mir echt noch eine eigene Rüstung machen. BZW. Eisenrüstung. Eisenstiefel. Bin ich da besser dran, wenn ich... Ne, habe ich genauso viel. Okay, gut. Dann lasse ich mal den kaiserlichen Scheißdreck da dran an. Rolle der Hysterie. Okay, können, ich weiß nicht, entzaubern können wir die, glaube ich, nicht. Was ist das hier? Aktivieren, Sockel. Okay, passiert irgendwie nichts. Ich kann hier eh drücken, wie ich möchte. Passiert nichts. Schade. Vielleicht muss ich hier irgendwann nochmal hin. In der Quest oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nur, dass wir jetzt erstmal zurückreisen werden zur Drachen, obwohl nee, wir reisen nach Weißlauf. Genau so machen wir das. Du kannst bis zu 2 Kinder adoptieren, wenn du ein Haus mit genügend Wohnraum für sie besitzt. Ja, da haben wir nochmal die Bestätigung, dass wir später die Kinder adoptieren können. Finde ich sehr geil. An die sich. Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit ja, ist ja schon gut. Tee, dann warten wir mal wieder bis 11 Uhr, das sollte reichen, bis Adrianne da ist. Ich habe hier einige so. Gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ich nee, sage nicht, ich wollt ihr euch nein, oder ich will dir eigentlich nur meinen Scheiß andrehen. genau, Bekleidung. Eisenrüstung, ein Eisenhelm, Eisenrüstung der Beschwörung, Eisenstiefel, Fellrüstung, Fellrüstung, Pelzarmschienen, Pelzrüstung, Pelzstiefel und die Vampirrüstung. Genau, sonst habe ich ja nichts mehr, was dich in irgendeiner Art und Weise interessieren könnte. Nee. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Und in unserem Fass ist scheinbar noch alles drinne, das ist schon mal gut. Dann tue ich da jetzt nochmal die ganzen Essenssachen rein. So, dann bei sonstiges Ding. Ich will, oh. Scheiße, jetzt habe ich die ganzen Essenssachen gegessen. Kacke, egal.
tun wir mal hier die ganzen Steine und so weiter wieder rein. Und die ganzen Barren. Den ungewöhnlichen Stein brauchen wir noch. Seelenstein. Ich würde nur mal interessieren, was es kostet, wenn ich mir eine Stahlrüstung herstellen möchte. Ach, ich müsste die dann, ne? Warte mal, aus Eisenrüstung müsste ich die hier verfeinern, oder wie? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Kann ich meine Waffe eigentlich noch stärker machen? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, gut, um einen Punkt, ne? Okay, dann brauchen wir jetzt mal... Ja, ja, verschwinde. Eisenbarren und Stahlbarren, wenn ich das jetzt noch richtig gesehen habe. Stahlbarren. Okay. Ja, 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 aber was habt ihr zu kaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden? Ja, ja, ist gut. Sonstiges... Eisenbarren... Ach ja, komm, kaufen wir die einfach. Kostet ja nicht viel. Stahlbarren, na ja, das ist ein bisschen viel. Kaufen wir ihr mal 4 Stück ab. Grinst nicht so. So, dann tun wir unsere alte Nordstreitaxt verbessern. Und unseren alten Nordbogen auch nochmal verbessern. Auch wenn das wahrscheinlich nicht unsere endgültigen Waffen sein werden, weil wir eh... Nein, weil wir eh noch stärkere Sachen finden werden, aber wir werden jetzt erstmal die Sachen relativ billig, sage ich mal, verbessern. Dann sind wir gleich nochmal eine Runde stärker gegen alles Mögliche. Denn jetzt haben wir nämlich, kann ich das mir hier bei Bekleidung, genau, Rüstungswert 72 sind gleich mal 4 mehr. Und bei Waffen machen wir jetzt auch ein bisschen mehr Schaden. Naja, gut. So, aber wir müssen ja den Nesselwurzfluch, wie auch immer, noch abliefern. Das machen wir dann mal eben. Und ich suche immer noch diese eine Frau. Isolda, oder? Sobald ich nee, nicht Isolda, das wollte ich nicht. Diese eine, ach, ich habe vergessen, wie sie heißt. Diese komische da. Okay, wir müssen hier rein. Tempel von Kynaret, okay. Oder Kynaret, wie auch immer. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch? Kränklicher Bauer. Der Schmerz. Ja, hab ich. Ich habe Nesselfluch für euch. Oh, ich... Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Ja, wenn es sonst nichts ist, was muss getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Wo wäre das? Wo ist denn das? Ja, da drüben, Festung Amol. Das heißt, wir müssten hier einmal rüber. Könnten wir theoretisch mit einem Pferd erledigen. Wir müssen ja auch noch hier nach oben, nach Hochrotka. Können wir von nördlicher Himmelswacht, könnten wir das theoretisch machen, hier irgendwie nach oben. Beziehungsweise von Flusswald aus vielleicht sogar. Müssten wir mal gucken. Windhelm ist da noch, Festung Krastor, Festung Dunstadt. Müssen wir alles noch erkunden dann bei Zeiten. Aber jetzt gehen wir erstmal... Ach man, ich kann hier aus dem Haus nicht schnell reisen. Denkt ihr, was ihr da macht? Ich fühle mich schon besser. Entschuldigung. Dreckiges Diebesgesindel. Alter, ich helfe dir, Mann. Kannst mir doch wohl ein bisschen Lavendel geben, Mann. Dumme Schlampe, du. Heult die da rum, ey. Ich glaub's ja nicht. Da nehme ich mir halt den Lavendel, der vor eurem scheiß Haus wächst. Vor eurem scheiß Billigschuppen da. Meine Fresse, ey. Heult die da wegen ein bisschen Lavendel rum, ey. Ich glaub's ja nicht. Wenn bei mir vom Haus jemand Lavendel pflückt, schreie ich doch auch nicht durch die Gegend. Ey, du scheiß Diebesgesindel da unten, hör auf, mein Lavendel zu klauen. Echt, ey, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Wie dumm, ey, wie dumm.
So, wie viel verlangst du für ein Pferd, mein Freund? Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt... Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Wie viel? 1000 Goldstücke. Na, von mir aus. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Wie viel haben wir noch? Wie viel Gold? Ach ja, wir haben noch knapp 1000. Na gut, dann klaue ich ihm aber dafür nochmal das Essen im Gegenzug. Ah, hier, Pferd von Paddy. Das heißt, das Pferd hier, das reitet uns jetzt auch nicht mehr davon, wenn wir es irgendwo stehen lassen. Das heißt, es bleibt da, wo wir es abgestellt haben. Das ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, ich habe gerade auch eben wieder gemerkt, so ein paar kleine Ruckler hier. Das tut mir leid, aber das kommt von der Videoaufnahme. Das Spiel an sich, das läuft butterweich. Pelagia-Hof, okay. Wir müssen... Oh. Wir müssen hier in die Richtung. Also warte mal, wo wollen wir jetzt nochmal hin? Jetzt muss ich nochmal gucken. Richtung Festung Amol. Da könnten wir hier links um den Berg rum am Fluss entlang. Zack. Mache ich mal eine Markierung dorthin. Wo ist denn unsere Markierung? Ach, die überdeckt sich wahrscheinlich mit der vom Spiel gesetzten. Also wir folgen einfach dem Fluss, würde ich sagen, dann. Gleich. So, hier haben wir noch ein Haus zu entdecken. Die Honigbräu-Brauerei. So. Jetzt mal gucken, ob wir dem Fluss auch so folgen können, wie ich das meine. Okay, jetzt müssten wir dem Fluss hier links rum folgen. Ivarstedt, Winterhold, Riften, Windhelm. Ist eigentlich keiner der Orte, wo wir ursprünglich hin möchten, aber na gut. Meine Fresse, komm, steig mal eben ab. Mein Pferd, lass mein Pferd in Ruhe. Na gut, mein Pferd hat sich auch schon gewehrt. Finde ich gut. Zack. Und wieder rauf aufs Pferd und dann geht's weiter. Übrigens, mit dem Pferd kann man auch sprinten. Und wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, wissen auch nicht alle. WTF. Was bist du jetzt schon wieder? Wollen mich eigentlich hier alle Menschen nur verarschen? Ein Feueratronarch. Zweihändig hat sich verbessert. Feuersalze. Weh, wow, wow, wow. Entschuldigung. So, jetzt können wir aber wenigstens mal hier nochmal ein bisschen probieren. An Zutaten. Was haben wir denn hier noch? Das haben wir alles schon. Da. Feuersalze, die machen Anfälligkeit für Frost. Hatten doch sonst noch irgendwas, oder? Ah ja, genau da. Magika wiederherstellen. Und Anfälligkeit für Magie. Okay, da haben wir uns gerade mal wieder so einen ganz kleinen, aber feinen geben. Einen kleinen Schuss. So, nee, springen wollte ich eigentlich nicht, mein liebes Pferd. Ah, da liegt noch eine tote Person. Moment, die will ich mir jetzt aber auch nochmal ganz kurz angucken. Fackel, Gold, Zaubertrank, Novizenrobe. Amulett von Ständer können wir auch nochmal verkaufen. Stahlstreitkolben, Tunika. Na gut, das passt so. Hopsala, so. Wieder aufs Pferd. Und dann geht's hier weiter in die Richtung. Ich hoffe, wir brauchen da jetzt nicht allzu lange hin. Hier ist auch noch eine Höhle in der Nähe. Ich überlege gerade, ob wir die Höhle uns zuerst angucken sollten. Lass mein Pferd in Ruhe, Mann. Meine Fresse, ey. Wenn du ein Problem hast, ja? Dann komm her. Nein, nein, nein. Zack. Wo ist denn der Wolf jetzt? Ach, da. So, mein liebes Satteltier. Einmal hier rum, bitte. Dann muss die Höhle ja... Ah, da ist sie sogar. Grauwinter. Wacht. Ja, und wie es hier in der Grauwinterwacht weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao Leute.